Die Arbeit eines Handschuhmachers beginnt damit, alle Unebenheiten im Leder zu entfernen. Das nennt man Dolieren. Um diese Arbeit zu erleichtern, streut der Handschuhmacher Specksteinmehl auf das Leder. Dann nimmt er sein Doliermesser und beginnt, das Leder abzuschaben. Das nun glatte Leder wird in ein feuchtes Tuch eingeschlagen und bleibt eine Stunde lang liegen. Durch die Feuchtigkeit bekommt das Leder seine Zügigkeit und seine Geschmeidigkeit. Als nächstes zieht der Handschuhmacher das Leder along. Das bedeutet, er dehnt es in der Längsrichtung, damit sich der fertige Handschuh später optimal der Hand anpasst. Mit einem speziellen Zollstab wird die entsprechende Handschuhgröße ausgemessen und dann ausgeschnitten. Das ausgeschnittene Teil wird nun travers gezogen, das bedeutet quer zur Lederstruktur. Damit das Leder auch wirklich gerade liegt, werden mit der sogenannten Ridelle Linien aufgedrückt. Danach wird das Leder wieder along gezogen, damit es die Form der Schablone erhält. Die welligen Ränder werden noch mit einem Depetiermesser geglättet und beschnitten. Jetzt ist das Handschuhteil zum Frontieren, also zum Stanzen, bereit.